Replay Cast Nummer 3, welcher Streamer ist so geil? Grummel Berlin, Grummel Berlin, Grummel Berlin, Grummel Berlin. So schaut's aus und das soll's als Introduction jetzt hier erstmal gewesen sein. Wir gehen einfach mal live rein ins Game. Wie immer sehe ich das Replay mit euch zum ersten Mal hier und zwar der oder die oder das Testsubjekt im M41 Bulldog unterwegs. Komplett ohne Heat-Munition, einfach nur 70 APCR-Schellen. Tja, im 10er-Magazin, ich glaube, eine Runde Heat würde ich trotzdem immer mitnehmen. Okay, fährt hier sehr aggressiv nach vorne spotten. Und, kurze Pause hier an der Stelle. Super geil mit dem Hintern zum Gegner. Und zwar im Bulldog, wenn euch jemand trifft, macht das sowieso Schaden. Ist völlig egal, ob Front oder Heck. Aber wenn ihr dem Gegner das Heck zeigt, kommt ihr wenigstens vorne weg, richtig schnell abhauen, verstecken, verstecken und so weiter. Von daher finde ich das richtig gut, dass er jetzt sich hier mit dem Hintern zum Gegner steht. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, ist seine Position, weil ich glaube gar nicht, dass er die Gegner selbst aufmacht mit den Büschen davor. Also ich glaube, das war gerade der Cheffy da drüben, der gestorben ist, der das hier aufgedeckt, ja, der das aufgedeckt hat. Da muss er sich nochmal ein bisschen umpositionieren. Ah ja, schon besser. Schießt nur keiner drauf. Schade eigentlich. Naja. Er requestet sogar, ist ja lustig. Er benutzt sogar das Request. Request fire at Punkt, Punkt, Punkt. Geil. So, schauen wir uns mal das Team an. Ja, sieht relativ ausgeglichen aus. Was wir da unterwegs haben. So, mal 10 Schuss Magazin. Ich finde, der Autoloader auf dem Bulldog ist definitiv die richtige Variante mit diesen 10 Schuss. Seid ihr einfach in der Lage, Level 8er Tanks mit einem Magazin quasi rauszuklippen. Gerade gegen sowas wie RU, AMX 1390 oder diese Panzer, seid ihr halt mit eurem 10-Clip-Magazin einfach so ultra stark, dass ich die auf jeden Fall empfehlen kann, diese Gun. Ja, Blake will halt, ne? Also ein bisschen Geduld braucht man da schon als Scout. In der Stadt rumfahren macht halt als Scout nicht so wahnsinnig viel Sinn. Euch bleibt als Scout eigentlich nur hier die Mitte, um zu versuchen, das aufzudecken, was möglich ist. Dann eventuell hier reinzuschießen. Zum Beispiel jetzt den Tiger könnte man jetzt durchaus eine mitgeben, wenn man will. Ist natürlich dann immer die Gefahr, dass man selbst aufgeht. Ah, legt jetzt hier auch los. Na, und da ist es passiert. Er ist jetzt halt aufgegangen und jetzt sieht man sehr schön, er kann hier einfach geradeaus wegfahren. Währenddessen schießt er weiter auf seine Gegner und ist so halt in 0,nix wieder in Deckung. Was halt, wenn er jetzt frontal zum Tiger gestanden hätte, nicht funktioniert hätte. Wo sind Sie? Geht jetzt auch erstmal wieder in den Reload. Und wird sich dann, denke ich mal, jetzt sich eventuell hier unten oder wieder dahin an diese Kante hier fahren zum Spotten. Alter Schwede, die brechen da ganz schön krass durch. Durchs Todestal. Oh, du. Also da kriege ich immer Schreikrämpfe, ne? Wenn das passiert und die da wirklich durchbrechen. Ah, die sind da auch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Panzern oder so. Die hier, die müssten es eigentlich checken und sagen, okay, wir greifen jetzt da an. Weil, was da alles durchs Todestal gerannt kommt, da kann in der Stadt nichts sein. Na, ah, kriegt jetzt hier einen Schuss auf den Tiger dahin. Aber nicht getroffen. Und jetzt sollte er langsam aber sicher sich hier hinten hin orientieren. Oder sagen, ich fahr durch. Eins von beiden. Weil durchs Todestal sind sie durchgebrochen. Ah, geht jetzt hier rauf auf den AMX. Da hat man auch gerade sehr schönes Modpack gesehen, was ihm halt quasi geholfen hat, durch den Berg durch schon mal Auto-Aim anzuschmeißen. Das geht halt bei mir zum Beispiel nicht. Kann man sich quasi im Modpack in jeweils dem, was man benutzt, einstellen, ob man diese Auto-Aim-Hilfe haben möchte. Sodass man quasi nicht direkt auf den Gegner rauf-aimen muss mit rechter Maustaste, sondern auch so ein bisschen drumherum. 4 zu 7 der Spielstand. So richtig viel hat er noch nicht gemacht. Entweder ich wurde da jetzt abgeledert, was das Gefechtsergebnis angeht, oder hier passiert gleich noch ganz schön viel unerwartete Dinge. Okay, er geht jetzt auf Arti-Jagd. Was ist das denn? Was macht denn die Arti da oben drauf? Ich sehe sie nicht mehr. Oh, bitte!
Herzinfarkt, ne? Das gibt immer dreifach und fünffach Herzinfarkt. Und auch hier wieder die Clip-Waffe. Super gut. Kriegst halt. Alter! Boah! Tja. Das war natürlich ein bisschen glücklich. Ein bisschen Glück war dabei. Mit dem letzten Schuss. Das war sein letzter Schuss im Magazin. Amorek. Meine Damen und Herren, ich serviere Munitionsexplosion. Who let the dog out? Meine Güte, das hat er mal gut gemacht. Alle drei Aris weggeklatscht. Und jetzt schnell zurück. Hat er, die haben auch Glück, dass die nicht einfach alle durchcappen. Ne? Wenn die halt alle drei in der Capzone geblieben wären, wäre es halt jetzt gelaufen. Aber die Artis musste er rausnehmen. Das war eine richtig gute Aktion, die Arti jetzt rauszunehmen. Und jetzt, dadurch, dass nicht alle drei in der Capzone zurückgeblieben sind, schafft er es auch hier rechtzeitig wieder zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie viele HP die jetzt noch haben. Oh, ich hätte erstmal den 400 da rausgenommen. Erstmal den mit dem 400 HP. Und die reagieren gar nicht. Die reagieren gar nicht. Und haben sie Hunger? Zwischendurch nehmen sie sich ein Twix. Denn Twix heißt jetzt Raider. Oh, back to the Vergangenheit, ey. Also, der Tiger und der Centurion, die sagen sich einfach so. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich schießt. Ich realisiere gar nichts mehr. Da konnte er jetzt erstmal ein ganzes Magazin in die beiden reinjagen. Hat leider nicht ganz gereicht. Der Tiger P ist halt noch am Leben. Und so langsam aber sicher sieht es richtig bitter aus. Denn da ist nur noch eine Su 101. Und die wird gerade umzingelt. Lebenspunkte technisch ist auch... Sieht es auch nicht so gut aus, ne? Irgendwie so wirklich toll sieht es nicht aus. Naja, erstmal den Tiger P. Der ist ja One-Shot. Der ist sowieso Gehirn weg. Also der guckt immer noch in die Rüstung, ne? Vor allem der Witz ist, es kann kein Bot sein. Weil ein Bot, ein programmierter Bot, würde realisieren, dass da jemand hinter ihm ist und würde zumindest anfangen, den Turm zu drehen. Der hat gar nichts gemacht. Also entweder, der hat auch schon 18.000 Kämpfe, ne? Entweder der war komplett bis hier oben hin vollgedröhnt, der Tiger P. Oder das war der am schlechtesten programmierte Bot, den ich seit langem gesehen habe. So. Jetzt sehe ich hier gerade im Chat, dass angeblich alle Gegner nur noch One-Shots sind. Das hier ist dann... Und ich bin gespannt. Er wechselt jetzt auch erstmal seine Position, was natürlich Sinn macht. Man will natürlich nicht an der Position bleiben, wo die Gegner wissen, dass man war. Durch die Capzone darf er jetzt auch nicht. Oh! Das könnte ihn halt sonst das Spiel kosten, wenn er da durch die Capzone fährt. Tja. Er muss durch die Mitte. Er muss jetzt eigentlich durch die Mitte durch. Weil ansonsten kommt er nicht mehr rechtzeitig. Er kann nicht den Weg außenrum durch die Stadt nehmen. Und hier ist halt übel. Hier hast du halt keine Rückzugsmöglichkeit. Die sind alle drei in der Capzone. What? Beziehungsweise drei. Ich weiß nicht, wo der vierte ist. Kann ja sein, dass der auch in der Capzone ist. Alter, wird das knapp. Das wird richtig knapp. Alter, noch 10 Sekunden auf der Uhr. 9, 8, 7. Da muss der erste schon... Jetzt ist einer wieder rausgefahren. Mhm. So, da war ein ARL. Der fährt einfach rein. Er fährt einfach rein. Was macht der? Was geht der da? Alter, nee, oder? Alter, das geht ja gar nicht. Der Löwe dreht nur seinen Turm. Der ist auf jeden Fall Opfer. Das ist... Er muss eigentlich nur noch den ARL rausnehmen, weil der Löwe scheint nichts mitzukriegen. Alter Schwede. Nee, oder? Er rast da in vier Panzer rein. In vier Panzer. Der schafft ja nicht mal mit der Muni. Jetzt muss er erstmal wieder nachladen gehen. Ja, aber der Löwe, da würde ich ja glatt im Kreis fahren. Nein! Nein! Oh. Das gibt's nicht. Was macht denn der Löwe da? Ich krieg mich nicht mehr ein, Alter. Das war ja wie Terminator, wie... Ja, okay, dann weißt du auch, das ist ein Bot, der macht halt nichts. Der fährt halt einfach im Kreis rückwärts und... Da kann er sich für alle Ruhe die Munitionslager nachladen, 30 Sekunden. Und jetzt nimmt er ihn halt einfach raus.
mit dem Munitionstreffer. Na, was geht, Alter Schwede? Er rast da rein in die vier Leute in der Capzone, fährt er einfach rein und sagt sich, so, mein Jung, ich bin hier, ich weiß nicht, wo du bist, aber mir macht's Spaß und wir gucken mal in die Gefechtsauswertung rein und wir sehen, ach du meine Güte, Meisterabzeichen, Dylan Glades Medal, Kolobanov Medaille, Pasucci Medaille, Radley Walters Medaille, Großkaliber Medaille, Verteidiger und Top Gun, das passt alles gar nicht mehr hin. Und 4229 Damage gemacht. Ja, gespottet hat er nichts, aber er hat es versucht, muss man ihm lassen. Er hat es nicht drauf angelegt. Was für eine Runde und was für ein episches Finale, da einfach in die vier Tanks reinzurasen und die alle nacheinander zu vernichten. Alter Schwede, mir geht die Pumpe. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Replaycast spätestens wieder. Macht's gut, bis dann, euer Grummel. Bye, bye. Leroy now!